Das Kühlen hat nichts gebracht. Rebecca muss in die Notaufnahme. Erik kommt mit, um ihr zur Seite zu stehen. Rebecca nimmt ihre Verletzung mit dem ihr eigenen Humor. Also, mein Sohn hat mich genervt und dann bin ich hinterhergelaufen und dann bin ich auf die Fresse geflogen und jetzt habe ich Schmerzen. Und richtig umgeknickt, oder? Nein, ich bin über Dünge. Also wir haben einen Parcours aufgebaut, weil die Hunde meiner Mutter, das sind Möpse und die sagen zum Mops rennen. Und dann haben wir einen Parcours aufgebaut und dann bin ich über diese komischen Dinger da so klong. Können Sie denn auftreten oder geht das? Ja, aber das tut weh. Tut weh. Gut, dann besorgen wir uns einen Gehwagen, ja, und dann schauen wir uns das mal näher an. Okay. Ja? Die Ärzte bringen die 36-Jährige in den Operationssaal. Diagnose: Eine Vene ist geplatzt und muss entfernt werden. Kurze Zeit später ist alles gut überstanden. Na endlich. Rebecca. Wirkt die Anästhesie denn noch? Vorsicht. Gut, und zum Auto. Die Ärzte haben Rebecca Thrombosespritzen zur Eigenbehandlung mitgegeben. Du darfst dir das aussuchen, ob du dir gleich da oder in den Arsch. Das darf ich mir aussuchen? Du darfst dir das aussuchen. Das ist ja traumhaft. Ich bin nett zu dir, ne? Du kannst dir das aber selber aufschneiden. Warum denn aufschneiden? Lass das mal so versuchen. Du hast an den Beinen, nicht an den Arm. Ist die Vorfreude. Wo willst du dir denn hinmachen? Ich denke in deinen Hintern. Das musst du jetzt ausnutzen, ne? Echt mal. Das ist am meisten Fläche. Vorsichtig. Weißt du, wie das geht? Lang nicht mehr gemacht. Ja, du musst eine Falte nehmen und dann so von der Seite. Falte! Deswegen habe ich den Hintern vorgeschlagen. Du gibst ihm aber auch 11 Meter, oder nicht? Das machst du extra. Vorsichtig. Natürlich. Du wirst es nicht merken. Ja, bück dich mal ein bisschen. Nein! Bück du dich. Seid ihr fertig? Nein. Du musst aber entspannen. Entspannen, wenn du mir am Arsch rumpummelst. Oh, sorry, vorbei. Das war's doch schon. Hast du doch gar nicht gemerkt. Für den Rest des Tages heißt es nun für Rebecca: Beine hoch. Doch Bestsellerautor Wolfgang muss zwischendurch auch mal Geld verdienen. In seinem neuen Roman spielen alte Maschinen eine Hauptrolle. Daher will er ein altes Stahlwerk besuchen. Noch am gleichen Tag fährt der 60-Jährige mit Gattin Heike und Enkel Marvin zur Heinrichshütte bei Bochum. Das Stahlwerk ist zum Museum ausgebaut, der perfekte Ort für seine Recherche. Wir befinden uns jetzt in dem Gebäude der sogenannten Gastzentrale. Dieses Riesenteil hier, das ist das kleine. Sie sehen schon, an dieser Dachlandschaft hier in der Mitte, da würden wir mit unserem ganzen Museum reingepasst haben. Das ist das ehemalige Walzwerk. Heute existiert nur noch ein Bruchteil des ursprünglichen Stahlwerks. Ich merke es ja jetzt schon wieder. Ich finde es einfach faszinierend, wenn ich überlege, dass wir kleinen Menschen fähig sind, sowas zu bauen. Also, das ist unglaublich. Also, ich habe schon Mühe, einen Nagel in die Wand zu kriegen. Während Wolfgang mit dem Museumsführer fachsimpelt, macht sich der gelangweilte Marvin auf Erkundungstour. Heike hängt sich dran. Halt! Die ist zu. Die ist zu? Dann sind die anderen auch zu. Kannst nicht rein. Oh, guck mal hier. Halt, Marvin. Wer ist das? Oh, wir sind nicht alleine. Oha. Das sind die ehemaligen Mitarbeiter, oder? Ja, die sind ja gute Jungs. Ja, rein alterstechnisch würde ich vermuten, dass das keine ehemaligen Mitarbeiter sind.
Zwei Parkourläufer haben sich die alte Industrieanlage als Trainingsgelände ausgesucht. Eine moderne Art, den Stolz früherer Generationen mit neuem Leben zu füllen. Ich kenne es natürlich, wie wir alle aus dem Fernsehen und aus Kinofilmen, aber in Natura sieht das ja noch beeindruckender aus. Ja. Dann sieht man, dass es wirklich machen und nicht geschnitten ist. Ja. Also ich habe es jetzt das erste Mal in Natura gesehen. Es sieht natürlich in Hollywood-Filmen beeindruckender aus, weil die Leute dann 35 Meter springen. Aber eigentlich, wenn man es dann mal wirklich sieht, das ist schon beeindruckend. Also, doch. Darf ich noch was sehen? Während Wolfgang weiter über die Parkourläufer staunt, stürzt sich Enkel Marvin die 30 Meter lange Rutsche des Museums hinunter. Und Heike gönnt sich eine Pause. Ach, guck mal, wer da kommt. Hat man denn nirgends was an der Ruhe? Guck mal, wer da kommt. Er lebt noch. Das ist aber schön. Heike. Zusammen geht's in die nächste Station. Die Schaugießerei. Rebecca, kannst du vielleicht draußen im Auto warten? Warum? Wenn du nicht dabei bist, hast du einen richtig tollen Sohn. Ja, sobald du dabei bist, mutiert er zum Hampelmann. Echt? Ja. Der war so lieb bei mir. Komm. Warte du mal draußen. Lass mal. Unterm Auto. Komm mit Oma. Na, komm. Ein Ex-Stahlarbeiter erklärt den komplizierten Gießvorgang. Und nicht jeder Hohlbein kann dessen Begeisterung nachvollziehen. Spannend. Aufregend. Ich schmelze dahin. Am nächsten Tag will Rebecca eine Jugendsünde verschwinden lassen. Freundin Nadine soll ihr Drachentattoo überstechen. Hi. Na? Haben Sie gut gefunden? Mhm. Ja. Sollen wir direkt durchgehen? Ich weiß nicht. Bist du aufgeregt? Bisschen. Ja. Blumen und Schmetterlinge sollen den Drachen später überdecken. Dazu werden die Konturen per Schablone aufgetragen. Während Rebecca leidet, will Sohn Marvin Rebecca mit dem Rezitieren einer literarischen Hitler-Parodie ablenken. Und die Grundlagen für eine Vortex. Mama, kannst du mir das Wort erklären? Vortex. Vortexistenz. Was heißt das? Ich kann kein A rollen. Für eine dieses Wort zu zerstören. Brücken, Kraftwerke, Straßen, Bahnhöfe. Ich habe die Zerstörung all diesen beholfen. Und inzwischen habe ich es auch nachgelesen. Wann das war im März. Und ich denke, ich habe mich in dieser Beziehung ganz klar ausgedrückt. 5 Stunden hat Nadine für das relativ große Tattoo angesetzt. Der 14-jährige Marvin ist nicht wirklich von den Künsten der Tätowiererin überzeugt. Die Mädchen aus meiner Klasse, die können bessere Bilder malen. Du nervst. Du nervst. Warum fährst du nicht nach Hause und nervst den Mitbewohner? Warum bist du nicht leise? Ich hab eine Idee. Was denn? Du fährst nach Hause und darfst das Handy mitnehmen. Mhm. Oder du fährst nicht freiwillig nach Hause und bekommst das Handy eine Woche nicht wieder. Du packst das schon, du Mädchen. Ja, tschö. Stopp. 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 Stopp, ich geb auf. Nach 3,5 Stunden die Kapitulation. Doch das ist noch nicht das Ende. Die Knospen mache ich noch fertig. Wow. Noch.
7,5 Minuten. Minuten übermenschlichen Durchhaltewillens. Glaubt wenigstens Rebecca. Rebecca war mutig und hat sich leider überschätzt. Tapfer waren dann andere. Ich würde es jetzt gerne noch zu Ende machen, aber die Gräfin kann leider nicht mehr. Schade, dass ich keine Zeit mehr habe, sonst hätten wir es natürlich fertig gemacht. Ja, ich weiß. Siehst du dann einfach noch an? Kann man nicht. Kriegst du wieder. Ja? Kriegst du sowas von wieder. Das Schulterklopfen kriegst du wieder, ja. Das kriegst du zurück. Für alles andere danke dir. Nochmal. Wünsch dir einen schönen Tag. Tschüss. Ey, sag mal. Wenn ich liebe.